Der Junge ist im Wald verloren. Was der riesige Bär ihm angetan hat, ist schrecklich. In North Carolina fand eine erstaunliche Rettung statt. Der dreijährige Milton Harris spielte im Garten, verschwand dann aber plötzlich. Die Mutter und die Behörden beeilten sich, nach dem Kind zu suchen, doch sie fanden es nur wenige Tage später. Der Junge wurde vermisst, nachdem er in seinem eigenen Garten gespielt hatte. Mehr als 600 Freiwillige, darunter Polizisten und Taucher, an der Suche waren sogar Hubschrauber und Drohnen beteiligt. Es stellte sich heraus, dass der Junge kurze Kleidung trug und es draußen eiskalt war. Das Wetter war schrecklich. Es regnete und es wehte ein starker Wind. Der kleine Junge könnte erfrieren. Zwei Tage später gelang es den Rettern, den Jungen zu finden, der unterkühlt und verloren im Gebüsch lag. Ihm war kalt, aber zum Glück lebte er. Als der Sheriff versuchte herauszufinden, wie der Junge zwei Tage lang im Wald überlebt hatte, gab er zu, dass er die ganze Zeit mit einem Freund zusammen gewesen sei. Dem Jungen zufolge war sein Retter ein großer lieber Bär gewesen, der ihn wärmte und beschützte. Experten gehen davon aus, dass der Junge aus Stress halluzinierte und in Wirklichkeit alleine im Wald gewesen war. Selbst wenn er alleine im Wald gewesen sein sollte, hat ihm seine Halluzination an einen großen Bären ohne Zweifel in einer schrecklichen Situation geholfen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, dann aktivier doch gerne die Glocke und schau dir meine anderen Videos an. Bis dann, bis zum nächsten Mal.